Du hast uns erweckt. Noch nie haben wir ein Geschöpf wie dich gesehen. Einst gab es hier eine blühende Zivilisation, aber alles scheint verloren zu sein. Wir müssen sehr lange inaktiv gewesen sein. Wir wundern uns. Wir müssen dich um etwas bitten. Suche die alten Titanen, die immer noch hinter den großen Mauern umherstreifen. Zerstöre sie und sammle ihre Seelen. Mit ihrer Energie können wir wiederherstellen, was einmal war. Im Gegenzug sollst du dorthin zurückkehren können, wo du hergekommen bist. Mit der Macht, die wir dir jetzt verleihen, wird sich die große Mauer öffnen, wenn du eine Hand drauflegst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Corekeeper. So, da wir in der letzten Folge uns den Händler ins Haus geholt haben und die Half-Mother besiegt haben, müssen wir uns jetzt nur noch diesen Riesenwurm stellen, der sich hier durch die Gänge schlängelt. Und er soll eigentlich auch nicht so schwer sein. Und habe mir auch schon etwas vorbereitet, doch dafür nehme ich euch natürlich mit. Aber erst einmal setzen wir hier diesen Edelstein ein. Oh, okay, was ist das? Ein Hologramm-Pot? Okay, a strange device that materializes the spirit of the past. Okay. Eine Krubsuka. Aber meine Flinte ist trotzdem besser. Ich finde es irgendwie cool. Wir machen die auf jeden Fall. Prothese, Enemies, okay. Larven Spike, klar. Knockback, okay. Scheint zu Knockback, also ich denke mal, dass wir den Gegner gleich komplett K.O. hauen. Muss ich mir dann nochmal übersetzen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ihr wisst ja, meine Englischkenntnisse sind leider nicht die besten. Aber das hier interessiert mich. Dann gehen wir das mal schnell machen. Ich will einfach nur mal gucken, was es kann. So, dann einmal hier in die Kiste rein. Nee, in die Kiste. Nee. In welche Kiste denn jetzt nun? Wo habe ich jetzt die blauen Steine hin? Ist egal, wir nehmen trotzdem erstmal 10 Zahnräder mit. Ich war wieder ein bisschen unterwegs. Habe auch diese wunderschöne Laterne gefunden. No? Hier haben wir eine Small Laterne, die haben wir gecraftet. Und hier gibt es eine Laterne. Und die habe ich unten bei den Larven gefunden, da wo wir die Hive Mother besiegt haben. Da gab es auch diese schöne Laterne in irgendeinem Fleischklops. Aber ich muss trotzdem erstmal gucken, wo habe ich jetzt die blauen Steine hin? Ich sag ja, also mein Leben ist durchorganisiert. Hier sind sie. So, okay. Und dann werden wir uns der Hive Mother stellen. Ach, ne, Hive Mother haben wir ja schon. Ich meine natürlich diesen Gnom. Gnom. Auf jeden Fall hier diesen komischen Riesenwurm. So, gucken wir mal, was das jetzt ist. Okay, wir haben was Feines gecraftet, das ist strange. Gucken, was es macht. Was? Large Shiny Glimmering Objekt. Ein Kristall... Ei? Ein kristallisiertes... Ei. Okay. Would catch your eye even from large distance. Arceus is Guide Titan Scanner. Okay, das ist einer der... Naja, ich will nicht sagen, dass das einer dieser Hauptgegner ist, weil das sind ja die drei hier. Aber auf jeden Fall gibt es ja noch ein Biom, was wir erst später erkunden können, da uns ja noch diese roten Steine finden. Oh, das ist ja cool. Guck mal her. Das ist ja cool, so ein Hologramm, Mensch. Da fühle ich mich noch viel weniger einsam hier drin. So, ich setze ihn einfach jetzt hier hin. Ach, das ist ja stark. Cool. So, okay.
Wie besiegen wir jetzt diesen Gegner? Ich würde euch raten, dass ihr euch diesen Swift-Ring macht. Einmal hier unten bei diesem Juwelier-Tisch. Na, da habt ihr diesen Swift-Ring hier und der gibt euch 6,9 Movement Speed. Also sprich, ihr lauft einfach schneller. Denn ihr wisst ja, es ist alles voller Schleim. Und dann rüsten wir den gleich einmal aus. Halt, so. Dann nehmen wir unser Schleimschwert zur Hand. Denn wenn wir den Gegner treffen, können wir ihn damit verlangsamen. Und die Swift-Feder. Ich habe dummerweise total vergessen, wo ich die her habe. Aber wahrscheinlich nur aus irgendeiner Kiste. Denn mit dieser Feder können wir wunderbar dodgen. Und das wird uns sehr gut helfen. Und unbedingt, weil dieser Wurm ja wirklich alles niedertrampelt, was Fackeln und so angeht und es ziemlich dunkel sein wird, wir aber mit der Dodge-Feder keinen Platz mehr für die Laterne haben, Licht brauchen, also brauchen wir ein Essen, was uns leuchten lässt. Und da kommt das hier optimal. Also sprich, ihr nehmt einfach irgend so eine Leuchttulpe und könnt dann wunderbar den Weg ausleuchten. Ja, ich bin fast da. Und wenn uns das heute gelingt, diesen Gegner zu besiegen, möchte ich mit euch noch zu den wahren verlassenen Ruinen. Ich kann ja auch eine Fackel nehmen, dann sehe ich mehr. Denn ich habe nämlich mich etwas durchgeforstet, weil ich nämlich auf der Suche war nach Eisen. Und da habe ich einen sehr schönen Ort entdeckt, der aber so voll mit Gegnern war, dass ich wieder zurückgerannt bin und dachte mir, nee, das nimmst du einfach mal mit auf. Und das habe ich heute alles vor. So, also, wie gesagt, sie ist gleich hier. Wir haben keine Zeit zum Zählen. Wir pfeifen uns jetzt einen Snack rein. Und jetzt geht's los. Wir probieren es einfach. Alter. Okay. Oh. So, und jetzt kommt natürlich der hässliche Teil. Sie ist sauer. Sie ist mega sauer. Boah. Deswegen immer schön mit der Dodge-Feder ausweichen. Boah. Und am besten gucken, dass eure Ausrüstung stark genug ist. Nicht, dass die hier jetzt brechen sollte. Deswegen mit dem Schleimschwert. Aua! Dauert es zwar ein bisschen länger. Oh, oh. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Und wir sind fertig. Es ist wirklich sehr einfach. Es gibt verschiedene Wege, diesen Gegner zu besiegen. Ich bin gerade etwas sehr stolz auf uns. Aber das ist wirklich in meinen Augen die einzig wahre, effektive Möglichkeit, diesen Gegner zu besiegen. Und wir haben es geschafft. Wir haben ihn besiegt. Ein mysteriöses Idol. Ich denke mal, das wird dieser Händlergegenstand sein. Gnomes Mordspeck. Nice. Eine größere Tasche. Okay, Lava Chest. So, das nehmen wir mit. Dann können wir heute auch gleich das Horn einsetzen und mal gucken, was mit dem Ei passiert. Ob da überhaupt was passiert. Golden Love Meat. Okay. Musik immer noch total am Ausrasten. Kiste nehmen wir mit. Und die hat ja ordentlich losgelegt. Aber was die hier alles freigemacht hat,
Ich würde das Tier echt gerne an die Leine nehmen. So, und wenn ich jetzt schon einmal hier in der Nähe bin, warte mal. Natürlich nehme ich gleich den großen Rucksack. Ja, das ist so schön. Das ist so schön, mehr tragen zu können. So, dodgen muss ich nicht mehr. Nehme ich lieber die Laterne. So. Love Chest. Okay, ich habe keinen Helm bekommen. Ist aber nicht schlimm. So. Wo war das jetzt? Das war da oben, genau. Na, trifft sich doch alles. Optimal. Hier war schon mal jemand vor uns. Das war ich. Nein, Quatsch. Ich habe das hier nicht gebaut. Das war alles schon da. Aber ich lasse das auch jetzt erstmal alles so stehen. Was, oh, ist das cool, ey. Wir haben echt alle drei Monster besiegt. Das innerhalb von 6 Folgen. Bin schon ein bisschen stolz. Na gut, ich habe auch sehr viel offline gespielt. So, da bin ich. Und ich glaube, das hier ist der wahre Ort mit dieser vergessenen Ruine. Weil es sieht zumindest einfach so aus. Hier gibt es einen Haufen Zeug. Und natürlich einen Haufen Gegner. Au. Wirklich sehr, sehr viele Gegner. Moment, Moment, Moment. Mach mal kurz einen halb lang. So rum. Halt. Das möchte ich haben. Okay, jetzt fühle ich mich schon mal wieder besser. Was ist das? Ach, Waterwell. Kann ich das als Brunnen benutzen? Müssen wir dann ausprobieren. Bei uns zu Hause. Oh, hier ist gleich noch einer. Den nehme ich mit. Broken Stone Pillar. Jawohl, wieder so einen geheimnisvollen Splitter bekommen, von dem wir ja Zähne sammeln sollen. Aua! Au! Verdammt, ich blute, ich blute. Nee, ich brenne. Gleich ganz nervös. Ich finde das ja Wahnsinn, das Spiel. Ich finde das echt wahnsinnig schön. Was man hier alles entdecken kann, hier unten. Jawoll. Komm her, Tisch. Ich nehme mich gleich mit. Ich bin schon wieder voll. So, das kann weg. Ich hätte das Zeug erst wegschaffen sollen. Denke ich mir gerade so. Und eine schöne Bank gibt es hier. Fiber. gut. Ist natürlich blöd, dass ich keinen Platz mehr habe. Ich würde sagen, ich schaffe das schnell weg. Und dann sehen wir uns hier mit Lerntaschen wieder. Also bis gleich. So. Taschen sind fast geleert. Ich habe ein bisschen an der Ruine rumgekrabbelt. Das Ding wollte ich auch eigentlich abgeben. Aber erstmal sind wir hier in der Ruine. Ich habe gesagt, wir machen die Ruine fertig. Und. Was bist denn du? Alter. Nein. Aber. Nice. Der hat echt viel gegeben. Lasst uns mal hier alles plündern. Denn wir brauchen es zum Überleben.
Hier ist Eisen drin. Oder Gold? Nee, Eisen. Och, jetzt bin ich zu schnell. Die Waldfee, was ist denn da für eine Party? Was ist das hier eigentlich? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Yeah, ich hab's schon wieder kaputt gemacht. So. So, jetzt snacken wir hier einfach jeden einzelnen weg. Hoch, Vorsicht. Feuerstab wäre geil. Okay. Den könnte ich mal bei mir auf dem Hofe einstellen. Zieht euch doch mal rein, wie der umgraben kann. Hoho, hoho. Da ist noch einer. Aua. Okay. Was zum Anziehen bekommen? Oh, Vorsicht. Aua. Okay. Es ist nicht so einfach hier drinnen, wie ich dachte. Hoho, hoho. So. Daddy ist sauer. Daddy ist richtig wütend. Oh, du. Ich finde es gerade sehr gut, was wir hier alles finden. Ich frag mich bitte nicht, warum ich das alles mitnehme. Ich habe einfach die Vermutung, wir könnten es später mal gebrauchen. Denke ich mir einfach so. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber gerade weil das Spiel halt noch in der Early Access ist und es noch sehr viel kommen soll, bin ich halt umso gespannter, was man da alles noch bauen könnte draus. Wie zum Beispiel aus diesen Wasserdingern vielleicht wirklich mal einen eigenen Brunnen. Wäre natürlich was sehr Schönes. Ich habe kaum noch Brückenteile. Das? So, hier waren wir. Hier setzen wir eine Fackel hin. Bei den ganzen Ort hier ausleuchten. So. Oder vielleicht weiß von euch schon jemand, damit irgendwas machen kann oder ob man die einfach nur so mitnimmt. Oha. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wir entdecken hier gleich was sehr Großes. Wie hier zum Beispiel schon wieder so eine Toilette. Ohne Mist, das sind Toiletten. Aber wir wissen ja auch nicht, welche Zivilisation hier vorher unter Tage gelebt hat. Deswegen kann es ja nicht verkehrt sein, einfach alles mitzunehmen. Oh, nee, nicht Bede. Okay, da habe ich es nicht ausgeknipst. Da war es auch immer wieder dunkel. Tische mit, richtig. Wenn wir mal eine schöne Runde machen wollen. Wenn ich mit den Händlern mal Karten spielen möchte oder so. Kein Problem.
Kann nie verkehrt sein, da so einen schönen, antiken, alten Tisch zu haben. Oh, ich bin schon wieder voll, verdammt. Ah, Kleidung, ich hätte schon Lust, die Kleidung aufzuheben. Was ist das? Der Ring of Rock. Nice. Den Steinring haben wir ja. Schön, schön, schön. Ah, das kann ich eigentlich verkaufen. Ich glaube, ich jetzt den Sand eingesammelt. Den will ich gar nicht. Ich will nur an dieses Eisen hier. Noch einer. Wen hast denn du jetzt angegriffen? Och, da sind noch so viele Augen. Geht's doch bestimmt irgendwo weiter. Wenn ich jetzt hier frei hacke, kommen die doch gleich. Och, der so viel auf einmal. Da, komm her. Ja, kein Problem. Du bist ein Problem. Nö, der ging eigentlich. Der war jetzt nicht ganz so aggressiv. Ich habe wieder keine Brückenteile. Okay, wo bin ich denn hier? Okay, hier ist Holz. Ah, ich kann es leider nicht mitnehmen. Doch, ich kann es mitnehmen. Warum kann ich es mitnehmen? Habe ich schon mal irgendwo Holz eingesammelt? Wahrscheinlich auf dem Weg hierher. Meine Güte, wo sind wir denn? Oh, ist da unten ein Haufen. Ist da ein Haufen? Hier ist wieder eine Tasche, okay. Kann ich leider nicht mitnehmen. Links ein Anzug. Den gibt es ja auch mal wieder. Die Dinger immer begutachten. Es könnten wahre Schätze drunter sein. So. Gut. Haben wir uns ja wahnsinnig weit durchgeforstet heute. Aber leider, leider, leider. Kommen wir hier jetzt erstmal nicht weiter. Und das war's. Okay. Nee, hier bin ich jetzt zu voll, um rumzurennen. Das ist ein ganz schön großes Stück, was wir da erforscht haben. So, aber trotzdem. Wie viel Zeit? 23. Naja, ein bisschen haben wir ja eigentlich noch. Aber hier passiert ja jetzt gerade nichts mehr. Und ich finde es immer blöd, jetzt irgendwo fremdartig rumzuschnüffeln. Oh, ich habe was Feines entdeckt. Da muss ich rüber. Oh, die letzten beiden. Was? Wow. Wow, verzeih mir. Was ist das? Warte, 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 warte. Naja? Warum nicht?
so eine Axt kann man gebrauchen. Die auch noch so viel Schaden macht. Ich find's nett. Sehr nett. Also, ihr merkt's, es gibt hier sehr viel zu erkunden. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, den ganzen Untergrund aufzubauen oder aufzudecken. Was ich zwar für eine bekloppte Idee halte. Weil das würde heißen, wir müssen übel viel Wand abtragen. Ich will halt auch nichts verpassen, weißt du? So. Oha. Das geht erstaunlicherweise sehr gut mit der Axt. Wie sieht das schon? Das sieht schon stylisch aus, muss ich sagen. So, was haben wir hier drüben? Boah, hier wieder so ein Herkules am Start. Boah, der haut einfach mal durch die Wand. Sag mal, spinnt der? Typ. 3 Uhr. Das war heftig. 300 Uhr. Einfach nur, weil hier so ein paar Augen sind. Ah, ich hänge schon wieder fest. Aber hier drüben war ich schon mal. Ich muss mir angewöhnen, wieder Fackeln zu setzen. Och, da drüben glitzert's. Och, 300, das ist ja schon. Das ist echt krass. So. Karotte und Karottensamen. Kann ich aber leider nur pflanzen auf Steinboden. Also ich müsste Steinboden abtragen, damit ich Karotten pflanzen kann. Mache ich aber alles noch. Denn so wie meine Farm jetzt aussieht, will ich es ja nicht belassen. Soll ja mal richtig schön werden. So. Mir ja wieder hinreißen lassen. Mit diesen ganzen Erkundungstouren hier. Ich liebe die Axt. Meine Güte, ist die machtvoll. So, gibt's denn hier eigentlich? Ich habe gehofft, dass wir vielleicht den Händler sogar finden. Diesen. Zu dem dieses Artefakt gehört, was wir eingesammelt haben. Aber leider haben wir ihn nicht gefunden. Ob wir ihn dann überhaupt ins Haus bekommen? Fragen über Fragen und wir können nur Antworten geben, wenn wir es ausprobieren. Also wenn wir jetzt ein Bettchen bauen. 1, 2 Fackeln reinstellen. Dann mal gucken, ob jemand kommt. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen sehr, sehr, sehr geflasht. Warum habe ich die Axt schon eher gehabt, bevor ich mich zu den Larven begeben habe?
Dann hätte ich die Half-Mother bestimmt auch so besiegt, ohne alles einzuklemmen. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, stecken wir gleich mal den rein. Warte, warte, warte. Neugierig. Recall Idol, okay. Damit können wir uns zurück zur Basis teleportieren, also sprich zu dem Ei hier. Carapace, Brustplatte. Ein organischer Körperanzug. Ausgenommen. Shell, it's a heavy feel, wild on the inside. Okay, außen sehr hart und innen sehr weich. Okay, 24,3% Damage for a short duration after mining a wall. Was? Okay. Wir können das mal machen. Also die Dinger bauen und dann mal gucken, was wir damit machen können. Aber jetzt, was macht das Ei? Hi? Have you seen a creature like that? Seem lost. We must have been the man for was hat er jetzt? Was? Ich werde den Text in die Videobeschreibung packen. Ich werde mich dann mal kurz hinsetzen, den übersetzen, dann packe ich den in die Videobeschreibung. Da war schon wieder was. Okay, sorry, einmal noch. Alle guten Dinge sind drei, ihr wisst. Wir müssen ihn nochmal scannen lassen und dann bleibe ich mal stehen. Something of the Seek the ancient titans still roaming beyond the great wall. Destroy them and collect their souls. Okay. With the energy we can restore what once was. In return, so shall we be able to go back to where they come from. With the power we now the crate will shall open as to lay a hand open it. Oh! Oh! Was war das jetzt? You must travel 400 and crate wall and lay hand opened it. Oh, warte mal. Oh, was ist das? Seelen? Da kommt ja doch noch einiges auf uns zu. Soul of Arceus. Okay, ich darf nichts mehr über Crookkeeper lesen. Diese zwei Dinger hier. Oh mein Gott. Das ist... Alter, das Holz wächst aber auch gut. Das ist mega krass. So, zeig mal. Arceus ist going, okay. Was? Ascensfeder? Oh, komm. Ach, Scarlet Bomb. Da fängt es schon an. Wo soll ich denn das herkriegen? So, okay. Was hatten wir vor? Wir wollten ein Bett bauen. Holz habe ich. Holz habe ich. Gut, dann brauche ich jetzt noch Fiber. Fiber setzen wir hier hin. So, dann bauen wir uns ein schönes Bettchen. So. Ach hier, die Fußbodenplatte, die schmeißen wir weg. So, Bettchen haben wir gebaut.
So. Und damit es keine Streitigkeiten gibt, wird das genauso schön gebaut bei dem anderen. So. Haben wir alles drin? Ja, fast. Außer den Teppich. So. Jetzt gehe ich mal kurz eine Runde spazieren. Okay, krass. Ich finde das echt krass mit dem Auge. Da drin. Schleimform. Jo, kann man machen. Funktioniert gleich gut. Das nächste Mal habe ich hier ein bisschen mehr. Denn ich will das ja nur mit den Larven machen. Aber ich muss gucken, wie ich da Wasser hinkriege. Ob es da einen Trick gibt. Oder ob ich von hier unten mir einen Graben einmal bis hier rüberziehen muss. Ach nee, guck mal, ich habe hier oben auch Wasser. Ach gut, dann ist das alles klar. Dann funktioniert das. Dann werde ich das alles schön ausbauen. Bloß dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Und das ist immer schwierig, während der Arbeitszeit sowas zu machen. Ja. Jetzt hänge ich ein bisschen fest. So. Die Larven, die sind auch am Start. So. Nee, warte. Das da, die Hocker. So eine Brunnen. Habe ich da eine Toilette mitgenommen? Ja. Caverling Toilet. Broken Stone Pillar. Caverling Table. Oder. So, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, was mir dieses Ei gesagt hat. Und mich regt das unheimlich auf, dass ich nicht so gut Englisch kann. Ich könnte mich nochmal hinsetzen und versuchen, ein bisschen mehr Englisch zu lernen. Aber ich finde, die Kenntnisse haben sich durch das Spiel schon echt gut verbessert. Weil vieles gab es, was ich gar nicht verstanden habe. Und wenn du dich dann einfach so hinsetzt und dann immer so alles so eintippelst und versuchst zu übersetzen mit Google Übersetzer oder halt mit dem Duden von damals noch. Aha. Merkt man schon, dass dann doch so einiges im Gehirn hängen bleibt. Hab ich Gold? Ich hab Gold. Bitteschön. So, gucken wir gleich mal hier rein. Kann man hier was reinmachen? Guck mal hier, ich habe ein paar Schienen mitgenommen. Zwei, drei Kisten. 16 Räder wieder. Okay. Habe ich noch was? Nein. Aber Holz. Ach, ich habe hier noch Tiny. Ah, Teppich machen wir später. Hier. Den eventuellen Händler hier. Dass der nicht kommt, das finde ich doof. Oder ist die Bude zu klein? Nein, die ist genauso groß. Ist genauso groß. Ja, ja. Ich will so ein Ei bauen. Ich weiß zwar nicht, was wir damit machen können, aber ich will so ein Ei bauen. Halt. So. Öfen alle angefeuert. So. So, na gut. Ja. Jetzt stiefeln wir sozusagen im Dunkeln. Und dann werde ich mich jetzt dahinter klemmen, das von dem Ei übersetzen. Und dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich werde mich noch ein bisschen umgucken. Gucken, wo es weitergeht. Und dann werden wir mal schauen, dass wir mal vielleicht ein paar rote Scarlet Steine bekommen, dass wir sozusagen uns den vierten Tisch bauen können. Den da. Und dann hoffentlich auch eine schönere Spitzhacke. Da wir uns in neue Gefilde begeben können. Und den Händler, den muss ich auch noch suchen. Wenn das ein Händler ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach ganz stark davon aus. Aber ansonsten
war es das erstmal meinerseits. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst mir doch lebend gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.